Nein, weil es war nicht so genau. Man musste etwas Genaues machen und das wollte ich nicht. Also ich wollte spielen, tanzen, wann ich will. Ich wollte meine eigene Minute haben für mich. Ich wollte für meine Mama da sein, wann ich kann. Ich wollte für meine Geschwister da sein. Und ich wollte mich mit meinen Freundinnen spielen, die auch nicht Zigeunerinnen waren. Und zwar war es die Sonja und die Elvira. Sonja war um ein Jahr älter wie ich und Elvira war um ein Jahr jünger wie ich. Und das waren zwei wunderschöne, saubere, ganz normale Kinder ohne dieser Tracht, die auch Kinder geblieben sind, die ich nach 46 Jahren durch mein Buch Wir leben im Verborgenen wiedergefunden habe. Ich wusste gar nicht mehr, ob sie leben oder so. Aber es ist schön, wenn sowas geschieht. Ja, diese zwei Mädchen damals, ich in der Mitte, die mit mir, also als kleines Kind, Baumkraxeln oder in Gatsch, also in der Erde spielen, wühlen mit Wasser, Brot zu formen. Und das war mir viel wichtiger als dieser Rock. Denn wenn ich einen Rock gebraucht habe oder so, hatten mir mein Vater oder meine Mama genäht. Und ich hätte meinen bunten Rock also nicht so gern ausgetauscht. Und dieses Jackerl war mir ein bisschen zu eng. Da hätte ich mich nicht rühren können. Ich war eine Kraxlerin. Ich wollte auf die Bäume die Nüsse holen.